spend a day with us. I don't mean to speak this up alone, but the way you move is perfect by design. You look just like you fell down from the sky. Hast du schon angefangen, deinen Vlog zu anzufangen? Nee, ich vlog. Warte mal, vlog ich jetzt? Ich vlog jetzt, glaube ich. Ja. Okay, mit meiner Pickel. Da kommt nämlich jetzt gleich eine witzige Story. Zu deiner Pickel? Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus dem Auto von Sophia. Grüß euch. Wir sind auf dem Weg nach München und ich habe eine super witzige Story. Ich war noch gerade tanken, bevor ich zu dir gefahren bin, und ich habe hier ja Creme und ich habe das schon voll ausgeblendet, dass ich jetzt Zinkcreme im Gesicht habe. Darf ich raten, was er gesagt hat? Du hast da was im Gesicht. Nein. Besser. Also erstmal duzen wir uns jetzt neuerdings. Keine Ahnung warum. Wir sind jetzt von, arbeitest du heute nicht, zu, was hast du denn da im Gesicht? Sagt er gefragt. Er fragt, ich so, hi, ja, mit Kade, er so, was hast du da im Gesicht? Ich war erstmal so, was habe ich im Gesicht? Ich wusste es gar nicht mehr. Gott, wie unangenehm. Und dann war ich so, guck ich ihn so an, dann musste ich so lachen, ich so, Pickelcreme. Und er hat gar nichts gesagt. Aber, ich so, tschüss. Aber wieso fragt er? Nein, er hat gesagt, was hast du da gemacht? Weil er vielleicht dachte, ich habe mir wehgetan oder so. Aber fragt man sowas? So, also keine Ahnung. Und ich wollte halt, dass dieser Pickel austrocknet und mach nachher Concealer drauf. Aber dann dachte ich so, hä? So, in diesem Moment dachte ich mir so, was sage ich jetzt? Und ich so, ja, fuck it, halt auch Pickelcreme. It is what it is, ne? Und ich bin ja gerade auch so froh über meine Haut. Alter, meine Haut ist so geisteskrank geworden. Ja. Das ist, und da juckt es mich gar nicht, wirklich. Ja. Das da ist ein Witz. Aber was davor war in meinem Gesicht, diese hormonelle Akne, Leute. Ciao. Und jetzt einfach, ich bin so krass. Meine Haut ist echt wieder so schön. Richtig krank. Couple times by a couple guys that didn't treat me right. I ain't gonna lie. Cause I'm tired of the fake love. Show me what you made of. Boy, make me believe. She's working. Produktion. So Leute, wir suchen jetzt auf jeden Fall was zum Essen. Ich habe super Cravings auf eine Brezel. Ich weiß nicht, wann ich zuletzt Cravings auf eine Brezel hatte, aber die habe ich jetzt. Deswegen gehen wir jetzt hier rechts. Oh, die haben auch dieses geile Popcorn. Oh, dunkle Schokolade, geröstete Mandeln. Lecker. Und was ist das? Salz und Butter auch. Lecker. Nougat und... Geil. Yum. Leute, ich bin zufrieden. Jetzt muss sie noch geil schmecken. Mhm, okay. Und? Ja, ist okay. Ist okay, aber ist okay. Nicht die beste Brötche, die ich jetzt jemals gegessen habe. Nee, aber... Aber dir für die. Ja. So, wir sind jetzt bei unserem ersten Look. Ich weiß gar nicht, ob ich euch hier hinstellen kann. Ja. Letzte Shooting Madness. Ich glaube, wir shooten jetzt so drei Looks ab. Die Sonne ist Gott sei Dank rausgekommen, das erleichtert uns um einiges. Es windet nur die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit die Haare im Lipgloss. Und das ist ja mit Abstand eines der nervigsten Sachen. Und inzwischen war Look Nummer 3 und wir haben hier eine ganz süße Location mal vorbeifahren gesehen. Schaut mal, wie süß sieht die Türe aus. Oder? Also würde ich mal sagen. Oder? Du bist energiegeladen ohne Matcha. So, passen meine roten Schuhe da dazu eigentlich zu dem Outfit? Ja, aber nicht zu der roten Türe. Zieh ich meine weißen an. Wie ihr seht, seht ihr, dass das Licht nicht gut ist. Deswegen bewegen wir uns doch weiter vor. Schauen wir um die Türe. Oh, das ist aber kalt. It is, schau mal, sieht voll das geile Outfit an. Das ist richtig deine Chance. Schaut mal, wir sind jetzt bei Homegirl in München und das ist so süß. Also die haben ja echt immer richtig süße Sachen, ne? Die Shorts gefällt mir auch sehr gut. Die Sonnenbrille sieht geil aus. Ja, Mann. Okay, die ist viel zu groß für mein Gesicht. Oh, ich dachte, die ist kleiner. Aber die ist schön. Ich habe jetzt mal aber die. Ich wusste gar nicht, dass mein Gesicht aber die ist, klein ist. Zu lang. Ja, das sieht cool aus. Ich sehe nichts, weil alles cool ist. Die sieht ein bisschen so aus wie die Hailey Bieber. Weißt du, wie ich meine? Das sieht aus wie ein Hailey Bieber, du. Aber
ich weiß nicht, ob mich das grüne Glas sehr irritieren würde, wenn ich durchschaue. Darf mal? Weil ich glaube, da finde ich die besser bei euch. Mein Gesicht ist für die Brille, glaube ich, zu lang. Ich liebe einfach diese Läden, vor allem für Geschenke. Ist der heiße Liebe-Laden in München so gut. Warst du hier schon mal drin? Ja, ich war hier schon mal drin. Die haben auch ganz tolle Journal-Sachen. Oh, ich liebe sowas. Hier könnte ich mich ja also eindecken. Das ist auch süß. Das kann gut sein. Ich glaube, hier sind überall Journals oder Kalender. Irgendwann, Leute, habe ich ein Café und in diesem Café ist so ein Concept Store und da sind dann auch ganz, ganz viele tolle Sachen. Ich hätte nur auf jeden Fall viel mehr Spiele, weil Spiele einfach ganz wichtig sind. Was so cool. Was sind das hier? Räucherstäbchen, die sehen ja riesig aus. Oh, das ist schön. Aber ich habe jetzt erst so ein T-Shirt mir geholt, was draufsteht. So, wir sind jetzt natürlich wieder im Ordnung und trinken Matcha. Und sind einfach nur müde. Ich habe Flashback. Ja, morgen wieder. Weiter geht's ins Routine. Oh, die haben ja Dr. Barbara Strom. Ich liebe ja ihre Skincare. Aber es ist so fucking expensive, Leute. Oh, das sieht sau cute aus für mein Palo Santo. Bräuchte ich auch noch so einen Untersetzer. Was hast du dir jetzt geholt? Auch ein Avocado-Brot. Ja, same. Ich habe mir noch so ein Carrot Coconut Juice geholt. Wenn ihr hier mal seid, dann müsst ihr unbedingt dieses High Fiber Tiramisu ausprobieren. Das schmeckt so, so geil. Oh, auf den hätte ich auch Bock, auf diesen Carrot Cake. Tyrod. Aloe Vera Water. Echt? So eklig. Schmeckt nach Chlorwasser. Aber Hauptsache, du hast dir so ein riesen Glas hier irgendwie reingefüllt. So. Probieren wir mal meinen Saft. Deswegen habe ich den genommen, weil ich wusste, sowas, da gibt es auch Chlorophyllwasser und es schmeckt halt nach nichts. Schmeckt wie wenn man kotzt und dann nichts mehr rauskommt. Und dann hör auf, Alter. Ich esse gleich. Oh geil, oh mein Gott, geil. Das schmeckt richtig geil nach Möhre. Ich sag extra Möhre, weil Karotte, Möhre, also Möhre ist für mich geschmacklicher als, gell? Ja, das schmeckt gut. Ja. München heute, ne? Ich hab gar nichts zu erzählen. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Ist euch schon mal aufgefallen, dass es so schwierig ist, Menschen zu finden, mit denen ihr vibet, oder? Ja. Zitat von Sophia. Ja. Ja. Also ich habe eh allgemein das Gefühl, dass wir mit wenigen, obwohl, oh, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben kann. Du meinst, dass jeder halt andere Ansichten von Freundschaft hat und andere Werte und dass es schwierig ist, jemanden zu finden, der zu einem passt. Also das Ding ist, wir verstehen uns eigentlich prinzipiell schon mit vielen Menschen. So, aber dass es tiefgründiger wird, das ist bei uns schwierig. Dass man wirklich sagt, man kann Vertrauen aufbauen. Ist mir gerade zu viel, gell? Wir hätten uns auch eins teilen können. Ja, wir hätten uns einfach eins teilen sollen. Ich bin gerade auch zu müde. Ja, ich bin gerade auch zu müde, um das zu essen. Also, danke für den tollen Talk mit euch. Wir sehen uns dann morgen wahrscheinlich, weil heute bin ich zu müde zum Vloggen. Next day, ich glaube, bitte meine super süße Frisur, damit die Locken drin bleiben. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich muss jetzt schon wieder zur Tankstelle. Und ich sehe halt heute aus wie so ein kleiner Junge, der, ja, keine Ahnung, ne? Auf jeden Fall habe ich hier super, ich sag ja, trinkt ein Shot, wenn ich auf jeden Fall sage. Alles gepackt und ich denke mir schon, wie kann ein Mensch so viel dabei haben? Das ist halt meine Gymtasche. Das ist mein Outfit, das ich nachher anziehe, weil es mir zu kalt jetzt ist. In München ist es warm. Und dann habe ich hier noch meine Tracht. Und die Tracht, ach, deswegen bin ich übrigens heute, deswegen fahre ich jetzt nach München. Die ist so schön, die ist Dündel, ich musste das nachher zeigen. Und ja, natürlich mein Stanley. Und let's go. Hallo. Also Sommer in München.
Was soll ich sagen? 13 Grad. Also, ich zeige euch mal, was wir anhaben. Aber halt beide. Wow. Wir haben 13 Grad, Leute. Wir dachten, heute wird 20 Grad. Und wir haben keine Hose dabei. Ich habe eine Jogginghose dabei. Es ist so kalt. Es ist so kalt. Also, ich kann jetzt nicht mit Jogginghose rumlaufen. Schau mal durch. Übrigens, es ist jetzt neuerdings Trend, so seine Schuhe zu tragen mit den Socken ganz hoch. Also so richtig deutsch halt. Oh, ich find's toll. Danke. Ich find's auch schon. Nur wegen dir, weil du meine Schuhe wolltest, bin ich auf diese Style-Inspiration gekommen. Oh mein Gott. Ja. Wir drehen bei ihr das Ende. Also wenn man ein Mohnknödel haben wir uns geholt, das ist so lecker, oh mein Gott. Und natürlich noch ein Matcha. Einfach toll. Was auch sonst. Wir sind jetzt am Umziehen. Toll. Das ist richtig schön. Ja, ne? Aber das ist, nee, das ist nicht das Gleiche. Das ist ja auch so, das ist so knüpfen mit einer Farbe. Ich finde es immer so faszinierend, dass gerade die Bauarbeitergruppe immer, wenn du vorbeiläufst, dir hinterher pfeift oder gafft. Also das war jetzt noch nett gerade eben, aber ich würde schon so unangenehm angelabert und hinterher gepfiffen, wo ich immer so denke, denken die wirklich, wir sind so, ja, oh toll, er pfeift uns hinterher, das finden wir super. Oh Mann, er pfeift also im Alter. Sophia versucht gerade in einem BH anzusehen und jetzt, wartet, wir sehen es gleich, jetzt läuft hier so ein älterer Mann. Aber der hat nur auf den Boden geholt, also hat nicht gesehen. Ah, aber guck mal, wie schön die Sonne jetzt noch rauskommt. Also passend zum Event. Ja, genau. Also wir gehen jetzt auf ein Dirndl-Event. Oh, das sieht man eh, ne? Wir gehen jetzt auf ein Dirndl-Event und wir gehen jetzt auf ein Dirndl-Event. Wir wissen gar nicht, was uns erwartet, deswegen kann ich jetzt gar nicht sagen, aber ich bin gespannt. So, casually walken wir jetzt einmal mal durch den englischen Garten hier so. In 05 siehst du so einsam aus. Sieht so toll hier aus, Leute. Schaut mal. Wow. Boah, also ich bin... Oh, das sieht so toll aus. Das ist in so einem kleinen Hotel. Ich weiß gar nicht, ob das Hotel klein war. Ich habe es nicht gesehen. War schön. Oh, hier ist das Licht voll gut. Wir starten hier jetzt. No risk, no fun. Oh, hinter uns steht Essen. Oh, es sieht lecker aus. Zwei Punkte sind gemalt. Yay. Was malst du als Kirschen? Ja, ich mal pinke Kirschen. Ich zeige euch jetzt mal unseren Zwischenstand. Mein Motto war rosane Kirschen. Hier drüben sehen wir Blaubeeren sind es, oder? Ja, Blaubeeren. Machst du auch Kirschen? Mhm. Schön. Wir sind so kreativ. Ja, ne? Oh, schauen wir mal, was die da vorne machen. Was ist deine Mission? Hast du gerade erschrocken? Oh, süß. Oder? Ja, toll, toll. Vlogst du? Ja. Für YouTube? Nein. Ja, doch. Es geht wieder los. Ja, es geht wieder los. Freu mich. Da sind wir dabei. Wann ja, toll. Du, das weiß ich noch nicht, wann ich schneiden werde. Aber ich hoffe am Wochenende, am Sonntag. Ja, ne? Ja, okay, ich gebe dir Bescheid. So, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Marktplatz hier. Es sieht hier so cozy aus, das müssen wir hier nochmal appreciaten. Erstmal nicht in den Farbtopf fallen. Okay. Ah, toll. Da wird so richtig dann. Schön machst du es, Lina. Ein bisschen Inspiration. Du meinst genau so. Deswegen habe ich kein Bandana gemacht, weil ich mir so dachte, das werde ich nicht tragen können, weil ich kann nicht malen. Ja. Nee. Zeig mal deins. Ach, das. Ach, das da. Also, weißt du, ich lache nur, weil ich genauso male. Also, ich hoffe, du willst nicht angreifen. Ja. Aber ich finde, das ist sehr therapeutisch. Das stimmt. Ja. Und hier sehen Sie eine Sophia in ihrem natürlichen Lebensbereich, Lebensraum, was sie wohl tut.
Wahrscheinlich bearbeitet sie gerade ihr Posting. Ich glaube, man könnte Sophia richtig einfach stalken, oder? Sophia! Hört nicht. So, ich bin jetzt kurz noch an der Autobahn rausgefahren. Feierabendverkehr, München ist grausam. Ich habe aber auf Instagram, ich glaube, das Gewinnspiel läuft noch, wenn der Vlog hochkommt, so ein Dirndl könnt ihr da gewinnen. Also schaut gerne vorbei, wenn ihr Bock habt auf so ein schönes Dirndl. Es gibt auch noch andere, die sind super schön. Und jetzt fahre ich auch noch weiter. 2 Stunden habe ich noch. Ich hoffe einfach, der Verkehr ist jetzt besser in der Innenstadt. Ich wurde heute 2x fast überfahren, also angefahren. Und ich war nicht schuld. Aber ich wurde danach noch angemault. Das waren beides Male, waren es 2 Ü50 Männer. Aber egal. Only positive vibes. Jetzt nur ein bisschen durch, aber morgen kann ich wenigstens ein bisschen länger schlafen. Die letzten Tage habe ich da echt drunter gelitten. War nur 6 Stunden, weil ich immer, wenn ich einen Termin habe, ich habe Angst einzuschlafen. Also ich habe keine Angst vorm Einschlafen, sondern ich habe Angst, dass ich nicht einschlafe und dann schlafe ich nicht ein. Dementsprechend waren meine Nächte kurz, aber es waren trotzdem sehr schöne Tage. Und hiermit beende ich jetzt auch den Vlog. Fällt mir gerade auf, sowas beendet man ja wieder. Wir sehen uns beim nächsten Vlog. Tschüss! Ach ja, wenn euch der Vlog gefallen hat, gebt bitte dem Video einen Daumen nach oben, dass ich auch sehe, dass ihr Bock drauf habt. Und ihr könnt natürlich gerne Wünsche in die Kommentare schreiben.